Sam. Weiter geht's mit Folge 36 von 5 Minuten Der Herr der Ringe, in dem der erste Teil der Trilogie chronologisch in 5 Minuten Abschnitte geteilt wird, um diesen dann auf Lore-Hintergründe, Filmfehler, spannende Details und kuriose Fakten zu prüfen. Diese Folge analysiert dabei Minute 180 bis Minute 185. Wenn ihr also keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert diesen Kanal sehr gern für mehr. Bevor es losgeht, gibt's jedoch noch etwas zu feiern. Denn mein Partner Bloodline wird ein Jahr alt und lässt es zu diesem Anlass richtig krachen. Für jeden, der die Welt von Lithas nun noch nicht kennt, in diesem Spiel könnt ihr wie einst Saruman in Isengard eure Bestien selbst züchten und anhand eines einzigartigen Erbensystems über Generationen weiterentwickeln. Dabei erlebt ihr diese schöne grafische Inszenierung kostenlos und wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt, erhaltet ihr zudem noch ein Mega-Starter-Pack für den Beginn. Apropos Beginn, anlässlich des Geburtstags ist jetzt die beste Zeit, um mit dem Spiel zu starten, denn Bloodline ballert den ganzen Juni lang schon allein fürs Einloggen Belohnungen ohne Ende für die Community raus. Und so habt ihr die Möglichkeit, beispielsweise 10 Beschwörungen, 3000 Diamanten und vieles mehr einzusammeln. Alle 2 Wochen gibt es dabei übrigens neue Blutlinien. Die neuesten haben es seit dem 1. Juni mit den Titankriegern oder den mysteriösen Vulpins besonders in sich. Deine über 1000 möglichen Fantasy-Helden können dabei nicht nur durch Zucht, sondern auch durch Beschwörung oder durch das Halten von Gefangenen erworben werden. Zudem bedarf es einer cleveren Züchtung, denn Fähigkeiten, Eigenschaften und Aussehen werden dem Stammbaum entlang weitervererbt und genau so individualisiert. Entsende letztendlich deine mächtigen Hybridtruppen in die riesige und realistische Spielwelt von Lithas, errichte dein eigenes Königreich und verteidige es. Fordere andere Spieler an den saisonalen Gildenkriegen heraus, wo es mit den Bloodcraft Legends ebenfalls gigantische Preise gibt. Wenn du also Bock hast, diese besondere Welt zu erkunden, dann klick gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder scan den QR-Code und erhalte noch heute kostenlos auf Android oder iOS dein Mega-Starter-Pack und schreibe deine Geschichte in der Welt von Lithas. Ich weiß, was du sagen willst. Und es würde mir weise vorkommen, wenn mein Herz mich nicht warnte. Starten wir an den Hängen des Amon Hen und bei Frodo und Boromir. Die eben gezeigte Szene ist dabei ein exaktes Abbild der Buchvorlage und zeigt das Misstrauen, welches sich im Herzen des Auenländers bildet und eine Aussage, die Boromir in Rage bringt. Tolkien beschreibt diese nun folgende aggressive Stimmungsänderung als einen sonderbaren Glanz in den Augen des Schwertkämpfers, als wäre ein Wahn in ihm emporgestiegen. Ich trachte doch nur nach Stärke, um mein Volk zu verteidigen! Naja, eine Stärke, die Boromir in der Buchvorlage ganz besonders zum Ausdruck bringt, denn laut ihm sind es lediglich die treuen Menschen, die den einen Ring gegen Sauron einsetzen könnten und andere Völker Mittelerdes könnten keine weisen Entscheidungen treffen. Übrigens, im Zuge dieses Gespräches wählt der Sohn Gondors im Buch ebenfalls jene Worte, die Peter Jackson und Co. im Film bereits zu einem etwas früheren Zeitpunkt einsetzten, und zwar hier. Ein seltsames Geschick, das wir so viel Angst und Zweifel erdulden. Und wenn ihr euch in dieser Sequenz zwischen Frodo und Boromir fragt, was dieses riesige Ding da im Hintergrund eigentlich sein soll, dann sind Statueüberreste der Spitze des Amon Hen die Antwort. Im Film sollen diese den Fall des einst großen und angesehenen Königreiches Gondors beschreiben, die diesen Hochsitz damals als Wachposten nutzten. Und dabei wird's jetzt etwas geografisch. Neben den Gipfeln des Amon Lau und der Felseninsel Tol Brandir bildet der Amon Hen die dritte große Erhöhung im Süden des Anduin-Sees Nen-Hifuel und war einst das Gondor-Vermächtnis der Kontrolle über diese Region. Denn besonders die Spitze des Amon Hen umfasst als Berg des Auges ebenfalls den Sitz des Sehens und ermöglicht eine ganz besondere Aussicht über Mittelerde, aber dazu gleich mehr. Hätte mir gehören können! Es sollte mir gehören! Gib ihn mir! Denn zuvor wird's für Frodo nun echt brenzlig, als in dieser Szene Boromir nun seinen Gefährten angreift. Im Buch stellt er vor seinem Angriff auf den Halbling noch einmal seine besondere und überlegene Manneskraft in den Vordergrund und probiert so den Auenländer einzuschüchtern. Frodo entgegnet nach Tolkien jedoch lediglich, dass er nun klar sehe, wer vor ihm steht und es eben nicht mehr der treue und starke Sohn Gondors, sondern eine durch den Ring korrumpierte, gefährliche Gestalt ist. Der Ringträger macht nun seinem Namen alle Ehre,
zieht den einen Ring auf den Finger und verschwindet. Ich verfluche dich! Dich und alle Halblinge! In dieser Szene bekommt man dabei einen guten Blick über das Waldsetting in Neuseeland, welches zu Beginn ebenfalls für den Kulissenbau der Wetterspitze herhalten sollte. Letztendlich wurden hier jedoch nur Szenen für die Handlungen in Lorien, dem Fangornwald und dem Amon-Hen gedreht. Als Boromir hier im Film wie auch im Buch nun zu Boden sinkt und sein Wahn wie eine Last von ihm abfällt, da der Ring nicht mehr in seiner unmittelbaren Nähe ist, fängt er verzeihend an zu weinen. Interessant hierbei ist jedoch, dass er nun nach Tolkien zurück zu den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft geht und diese auch an ihrem Lagerplatz begegnet, ehe Boromir beichtet, was soeben in der Auseinandersetzung mit Frodo geschah. In der Zwischenzeit hatte Aragorn übrigens schon festgelegt, dass im Falle von Frodos Entscheidung des Weges nach Mordor aufgrund der Heimlichkeit dieser Unternehmung nicht alle Gefährten auf diesen Weg aufbrechen würden, sondern lediglich eine vierköpfige Gruppe bestehend aus Sam, Gimli und Aragorn, die Frodo ans Ostufer begleiten würden. Es kam jedoch natürlich ganz anders. Frodo, es tut mir leid! Frodo! In der nächsten Szene erreicht Frodo derweil nun die Spitze des Amon-Hen und ich kann euch sagen, dass diese Sequenz weitaus größer, emotionaler und detaillierter geplant war als das, was wir letztendlich in der Endfassung des Films zu sehen bekamen. Laut Peter Jackson wollte man sich hier eigentlich exakt an der Buchhandlung orientieren. Aufgrund von einer sonst massiven Überlänge in dieser Sequenz entschied man sich jedoch nur auf die Situation zwischen Frodo und Sauron einzugehen. Denn im Buch setzt sich Frodo nun also auf den Sitz des Sehens und erhält einen Rundumblick auf die Geschicke in Mittelerde, die in jedem Winkel des Kontinents auf Krieg deuten. Aufgrund des Ringes auf seinem Finger kann er Region für Region wie auf einer Landkarte einsehen und so erkennt er im Norden Orks im Nebelgebirge, Rauch über Lorien sowie einen aufziehenden Schatten über Moria. Im Düsterwald kämpfen Elben und Menschen Seite an Seite um Leben und Tod gegen die bestialischen Bedrohungen des verdorbenen Waldes. Im Süden stachen die Schiffe Harads in See und Minas Tirith sowie Minas Morgul standen sich bedrohlich gegenüber. Im Osten wurde die menschliche Streitmacht Saurons entfesselt und näherten sich dem dunklen Herrscher. Im Westen schwärmten Waage aus Isengard in Richtung Rohan aus und in Rohan reiteten die Heere der Pferdeherren über die Felder und Wiesen. Ein kleiner Funfact dazu, obwohl dieser eher traurig ist. Diese Szene Frodos auf der Spitze des Amon-Hen bildet den 26. Februar 2019 ab und was die Gefährten zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, im Westen entbrannte am Vorabend die erste große Schlacht um Rohan an den Pfoten des Isen gegen die Uruk-hai und Waage Isengards. Der Heerführer der Rohirrim, Theodred, der Sohn des Königs Theoden, verlor hier sein Leben und war zum Zeitpunkt dieser Sequenz auf dem Amon-Hen, laut Buchvorlage, also schon tot. Eine Handlung, die jedoch erst später in dem Verlauf von Der Herr der Ringe aufgegriffen wird, mehr dazu also zu gegebener Zeit und in der Analyse von Teil 2. Letztendlich war es lediglich diese Sequenz, die uns in der Endfassung des Films blieb, als Frodos letzter Blick zumindest im Buch in den Südosten gerichtet ist und auf den Turm Barad-dûr, der Festung von Sauron, in Mordor. Bevor der dunkle Herrscher jedoch herausfinden konnte, wo sich der Halbling genau befindet, zieht dieser im letzten Moment den Ring vom Finger und seine buchspezifische, detaillierte Sicht auf Mittelerde endet damit. Ich habe geschworen, dich zu beschützen. In der nächsten Szene findet im Film nun Aragorn den Ringträger und die gigantische Eigeninterpretation von Peter Jackson und Co. beginnt. Denn nach Tolkien ist Frodo durch den Blick auf Sauron und den Barad-dûr gewillt, den Ring nun allein nach Mordor zu bringen, da er endgültig verstanden hat, dass dieser nur Böses mit sich bringt. Dieses Erlebnis ist auch jener Moment, in dem Frodo die Bürde des Ringträgers und sein Schicksal endgültig akzeptiert. In der Buchvorlage gibt es also weder eine Begegnung zwischen Frodo und Aragorn, noch ein Aufeinandertreffen mit einem anderen Mitglied der Gemeinschaft, bis der Halbling die Boote am See erreicht. Ich wäre bis zum Ende mit dir gegangen. Diese gesamte Sequenz stellte das Filmteam übrigens vor eine echt knifflige Herausforderung, denn man filmte Shot für Shot nicht nur aus unterschiedlichen Perspektiven, sondern ebenfalls mit gleich 4 Schauspielern und setzte in mühsamer Kleinstarbeit diese simpel erscheinenden Szenen zusammen.
Denn hierfür nutzte man natürlich Frodo-Darsteller Elijah Wood und Aragorn-Schauspieler Viggo Mortensen. Außerdem das aus früheren Folgen bekannte Frodo-Handmodell, um den einen Ring richtig in Szene zu setzen. Und ein kleineres Frodo-Double, um die Größenverhältnisse einzuhalten. Zudem mussten Szenen sinnvoll kombiniert werden, in denen einerseits Viggo Mortensen vor dem kleinen Frodo-Double kniet und andererseits ebenfalls steht, wenn Szenen wie diese auf Augenhöhe mit Elijah Wood gedreht wurden. Unglaublich gut gemacht, jedoch auch unglaublich aufwendig. In der nächsten Szene erreichen nun die Uruks aus Isengard, angeführt von ihrem Hauptmann Lurz, die Spitze des Amon Hen, und Aragorn tritt ihnen tapfer entgegen, um Frodo Zeit zu verschaffen. So weit, so gut. Beziehungsweise so weit, so Film. Denn Tolkien schickte die Truppen des Bösen nicht bis nach oben zum Amon Hen. Er schickte in seinem Werk nicht mal Uruk-hai, sondern einen Trupp von Orks, die dennoch nicht weniger gefährlich für die mittlerweile zerrüttete Gemeinschaft sein sollte. Die filmische Entscheidung ging jedoch von Anfang an zugunsten der Action in dieser Sequenz. Man baute fleißig den Handlungsstrang der Uruks um Hauptmann Lurz auf und versprach sich davon einen leidenschaftlichen, kämpferischen Schlusspunkt des ersten Teils. Übrigens sind sämtliche hier dargestellte kämpferische Auseinandersetzungen bereits der Buchbeginn von Tolkiens Der Herr der Ringe, die zwei Türme, nur eben mit Orks statt Uruk-hai. Findet die Halblinge! Los, findet die Halblinge! Im Film lässt Lurz nun also seine Uruk-hai ausschwärmen, um den Befehl Sarumans in die Tat umzusetzen und die Hobbits lebendig in die Hände zu bekommen und unversehrt nach Isengard zu bringen. Doch zunächst müssen sie diese erst einmal finden. Jedoch erreichen wir hier ebenfalls die 185-Minuten-Grenze. Das bedeutet, jetzt seid ihr dran, Freunde. Wie findet ihr diesen Filmabschnitt und welche Details habt ihr dazu noch auf Lager? Schreibt's mir in die Kommentare, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.